Hast du Pomerov in dem neuen Wagen gesehen? Im schwarzen? Ja, der ist aus Frankreich gekommen. Er will, dass wir ihn im Auge behalten. So schade, dass ich nicht fahren will. Vergiss es. Warte auf, dass ihm nichts passiert. Sicher doch. Heute früh fast nicht angesprungen. Dachte schon, ich müsste das Meeting absagen. Du brauchst unbedingt ein neues Auto. Dieser Schrotthaufen geht doch alle zwei Wochen kaputt. So schlimm ist es gar nicht. Doch, ist es. Weißt du noch, als du mich mitgenommen hast und wir stundenlang irgendwo in nirgendwo festsaßen? Willkommen bei Pomerov Industries. Bitte setzen Sie sich, Sir, falls Sie auf einen Termin warten. Die Mitglieder des Klimagremiums möchten sich bitte wieder bitte im Konferenzraum versammeln. Bitte nutzen Sie den Wartebereich, bis Ihr Meeting aufgerufen wird. Bitte betreten Sie gesperrte Bereiche zu Ihrer eigenen Sicherheit nicht. Serverraum, alles ist ruhig. Gut, kein Risiko eingehen mehr. Die Dinge sind zu eliminieren. Bitte kommen, ich habe nichts verstanden. Weißt du, warum wir hier unten unsere Zeit mit Patrouillen verschwenden? Wie? Hast du nicht gehört, was im Casino passiert ist? Nein. Jemand hat es angegriffen und verwüstet. Soweit ich weiß, war er hinter Pomerovs Zeug her. Irgendwelche Dateien. Toll, also hat Pomerov jetzt Angst und lässt uns alle patrouillieren. Bond, die Daten sind nicht hier. Sie müssen in die Hauptcomputerzentrale. Dort gibt es allerdings ein biometrisches Sicherheitssystem. Die einzige Person im Gebäude mit Freigabe dafür ist Pomerov selbst. Vielleicht kommen Sie durch, wenn Sie Pomerovs Fingerabdrücke und eine Stimmprobe von ihm finden. Warst du schon mal hier? In Sibirien oder dieser Raffinerie? Beide. In Sibirien schon. Gerne. Das ist mein erstes Mal. Ich hatte letzten Monat kommen sollen, als es diese Sicherheitsprobleme gab. Aber noch vor meinem Abflug war alles wieder in Ordnung. Welche Sicherheitsprobleme? Davon höre ich zum ersten Mal. Genug der Nettigkeiten, meine Liebe.
Du bist nicht um den halben Globus geflogen, um Wodka zu trinken. Ich will alles über dieses Angebot. Das sind Pomerovs Fingerabdrücke. Jetzt brauchen Sie nur noch eine Stimmprobe von Pomerov. Irgendwelchen Gründen verschoben. Bleibt zumindest Zeit, nochmal die Daten durchzugehen. Überrascht mich nicht. Niemand hat die Anleitung nicht gelesen. Zum Glück musste ich gar nicht machen. Herzlich willkommen in Sibirien. Ich bin Stefan Pomerov, der Präsident von Pomerov Industries. Und begrüße Sie herzlich in unserer größten Raffinerie. Das ist Pomerovs Stimmprobe. Sie sollten jetzt Zugang zum Computerzentrum haben. Markiere Position auf Ihrem Telefon. Sie wurde 1974 erbaut und 20 Jahre später stillgelegt. Verstanden, bin unterwegs. Nachdem sie zur Pomerov-Familie kam, wurde sie irgendein Techniker hat sie ausgelöst und dabei alle Hilfsgeneratoren lahmgelegt. Und das haben die vorher nicht überprüft? Es ist genau dasselbe, wenn mein Vater Probleme mit... Willkommen, Mr. Pomerov. Wachsam bleiben! Ich will regelmäßige Patrouillen. Heute ist was los. Wir müssen das Computerzentrum sichern. Verstanden. Kann jemand die Kamera am See überprüfen? Sieht aus, wir haben einen Mann verloren! Verstanden. Bin in der Nähe. Ich kümmere mich drum. Zugang gewährt, Mr. Pomerov. Die Anzeigen sahen alle ganz normal aus. Sind die Frequenzen im sicheren Bereich? Sie scheinen momentan stabil zu sein. Gut, das bedeutet, dass wir in den nächsten Zyklen die letzte Stufe erreichen können. Solange die PQ-Werte nicht nochmal fallen. Das Problem haben wir schon vor einer Weile gelöst. Was war da los? Die Kerntemperatur ist zu schnell gestiegen. Was habt ihr damit vor? Wir wollen es mit den G60 mischen, sehen, ob es mit einer Querkontamination klarkommt. Ich kann schon jetzt sagen, dass das nicht klappt. Ohne Bindungen ist es instabil. Sie wollen die F29-Formel nehmen. Hast du gesehen, das sollte auch das Problem kommen. Die Untersuchung. Ja, ich kenne Kollegen, die jahrelang daran mitgearbeitet haben. Sie sagten, dass es vielversprechend aussieht. Ja, wenn Sie richtig sind. Müssen wir Ihnen bald Aufmerksamkeit schenken. Sie sagten, es wäre noch ein weiter Weg. Mehr weiß ich nicht, aber man sollte das im Auge behalten. Sie bekommen eine Menge Geld von irgendwelchen ausländischen Investoren. Die standen wohl schon länger unter Erfolgsdruck. Ich sag Bescheid. Mal sehen, was passiert. Verdammt! Wir dachten, wir kommen rein, ohne den Alarm auszulösen. Wir brauchen Zeit für den Dateizugriff. Sie müssen das Telefon in Reichweite halten. Schaffen Sie das? Wenn nicht, dann erfahren Sie es als Erster. Verdammt,
über 80%. Fast geschafft. Ran ans Haus.